Ich begrüße euch in mein Jahreshoroskop 2017. Mein Name ist Andrea Susanna Medici. Mit dieser Aufnahme möchte ich einen Einblick geben für Jahr 2017. Ich werde natürlich auch einzelne Aufnahmen machen für den einzelnen Tierkreis zeichnen. Was ist zum Erwarten für 2017? Ich beginne mit Tierkreiszeichnen, die für Wasserelement gehören. Und das ist die Tierkreiszeichnen Krebs, Tierkreiszeichnen Skorpion und Tierkreiszeichnen Fischen. Die werden Kontakte pflegen, Freundschaften schließen. Es werden auch neue Bekanntschaften geben. Die werden ihren Gefühlen wahrnehmen und bekommen sie Hilfe von außen. Einige von diesem Tierkreiszeichen werden eine neue Ausbildung machen oder eine Schulung. Sie möchten etwas lernen. Und jetzt schauen wir an die Luftelemente und dazu gehört Waage, Wassermann und die Zwillingsgeborene. 2017 wird leichter sein als dieses Jahr noch. Also es kommt Leichtigkeit und sie können alles besser bewältigen. Sie werden auch Hilfe bekommen. Und wichtig ist, dass sie darauf achten, dass sie mehr lachen und spüren diese Leichtigkeit. Hier gilt auch neue Kontakte und neue Bekanntschaften. Und jetzt schauen wir mal die Erdelementen an. Und dazu gehört Steinbock, Stier und Jungfrau. Sie lernen gerade etwas loslassen. Und es wird alles viel einfacher sein in 2017, wenn sie nichts mitschleppen im Leben. Dazu gehören Gegenstände oder Gewohnheiten, was störend sind, oder Menschen, die Steine im Weg legen. Also loslassen, verabschieden von allem, was störend ist. Und das, was die Erdelemente, also diese drei Tierkreiszeichen, lernen. Und sie werden dann erleben, wie einfacher alles geht. Und sie werden auch Möglichkeiten und Chancen bekommen, etwas zum Verbessern im Jahr 2017. Und schauen wir mal die Feuerelemente an. Bei den Feuerelementen ist jetzt wichtig, in den kommenden Jahren, dass sie auf ihre Intuition hören und es auch vertrauen. Weil das ist das beste Ratgeber. Auch wenn jemand versucht, sich da einmischen, die Feuerelemente, und dazu gehört Widder, Löwe und die Schützengeborenen, lernen gerade an sich selbst vertrauen. Was sie noch lernen in dem kommenden Jahr 2017, dass sie auch entgegenkommen. Und bei Feuerelement wird es so sein, dass die geben die Hilfe für anderen und im eigenen Leben und im eigenen Schicksal sollen sie selbst vertrauen, weil das, was sie gerade in dem kommenden Jahr bewältigen. Und im Allgemeinen, was die gesamte Menschheit betrifft. Die Finanzsystem wackelt. Es kommt auch keine Stabilität. Es werden Umbrüche geben und es ist sehr schwierig. In Medien werden wir nicht die Wahrheit erfahren, also das wird vieles verschönert. Die Gewalt nimmt zu. Und viele Menschen haben das Gefühl, die verlieren die Boden unter den Füßen und die familiäre Strukturen bricht auch zusammen. Die Erde, die Planet Erde wehrt sich. Es sind keine schönen Umstände, was uns erwartet in den kommenden Jahren, aber immer mehr Menschen kehren an ihre Wurzel zurück, immer mehr Menschen kehren zu Gott zurück, immer mehr Menschen kehren an ihren Glauben zurück. Und dadurch wandelt sich das Ganze.
Und das war mein Jahreshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Eure Dendera.